Gadamers Lebensstationen waren, nach Marburg, Leipzig, Frankfurt und seit Anfang der 50er Jahre Heidelberg. Diese Stadt passt gut zu seiner Philosophie, die das Gespräch mit der geschichtlichen Tradition sucht. Heidelberg war Anfang des 19. Jahrhunderts eine Hochburg der deutschen Romantik. Eichendorff und die Brüder Grimm lebten und wirkten hier. Die Heidelberger Romantik hatte den Sinn für geschichtliche Überlieferung belebt. Dass die menschlichen Dinge sich unaufhaltsam wandeln, dass Völker und Kulturen aufsteigen und sinken, war von jeher Gegenstand des philosophischen Nachdenkens. Doch vorherrschend blieb dabei die Orientierung an festen Bezugspunkten, an einer unvergänglichen Ordnung. Seit der Romantik ist das Vertrauen in die angeblich zeitlos gültigen Wahrheiten geschwunden. Das führt zum Gefühl der Relativität und Flüchtigkeit. Wir sehen die menschlichen Dinge im Strom der Zeit treiben. Doch seit der Romantik gibt es auch das Gefühl, von diesem Strom der Geschichte getragen zu sein. In Gadamers Hermeneutik spielen beide Erfahrungen eine Rolle, die Vergänglichkeit und das Getragenwerden von der Geschichte. Die Aula der Heidelberger Universität, lange Jahre Gadamers Wirkungsstätte. Dieser Ort lässt noch etwas vom Geist der alten Universität ahnen, als es nicht nur auf Ausbildung, sondern auch auf Bildung ankam. Für Gadamer eine verpflichtende Tradition, auch im Zeitalter der Massenuniversität. Er war ein akademischer Lehrer aus Leidenschaft. Die persönliche Anregung, das Gespräch, die Förderung seiner Studenten, das war für ihn wichtig. Sein philosophischer Ruf gründete sich deshalb zunächst auf seine Lehrtätigkeit. Erst 1960 erschien sein philosophisches Hauptwerk, das ihn zu einem der einflussreichsten Philosophen der Nachkriegszeit machte. Der programmatische Titel: Wahrheit und Methode. Das bedeutet, Wahrheit ist mehr, als die Methode der exakten Wissenschaften erreichen können. Im Buch sind einige Gedichtzeilen Rilkes als Motto vorangestellt. Solange du selbst Geworfenes fängst, ist alles Geschicklichkeit und lässlicher Gewinn. Erst wenn du plötzlich Fänger wirst des Balls, den eine ewige Mitspielerin dir zuwarf, deiner Mitte, in genau gekonntem Schwung, in einem jener Bögen aus Gottes großem Brückenbau. Erst dann ist Fangen können ein Vermögen. Nicht deines, einer Welt. Was mich an diesen Versen, die ja beinahe nur eine rhythmische Prosa sind, so fesselte, war, dass es so haargenau die inneren Motive meines eigenen Denkversuches zusammenfasst. Wie sozusagen diese in unserer eigenen Mitte doch zentrierten Welt jedoch Empfänger sind und nicht etwa Macher oder Beherrscher. Das fand ich hier sozusagen wie ein Motto zu allen meinen Bemühungen. Hans-Georg Gadamer blickt auf ein langes Leben für die Philosophie zurück. Welche Einsichten sind ihm wichtig geblieben? Für sich selbst und für die nachwachsenden Generationen? Ich würde sagen, es wird eine Menschheitsaufgabe sein, das große Vermächtnis unserer Wissenschaftskultur in seiner Begrenztheit einzusehen. Denn sonst bringen wir uns mit Sicherheit irgendwann um. Ich bin nicht für eine Bevormundung der Wissenschaft und Forschung. Die Risiken können wir nicht ausschalten, die im Missbrauch liegen. Und trotzdem glaube ich, dieses Risiko müssen wir laufen, dass die Macht, die in die Hand der Menschen gelegt worden ist, immer
stärker, immer größer und damit immer für die Selbstzerstörung gefährlicher wird. Das ist eine Riesenaufgabe, falls es der Menschheit gelingen sollte, zu überleben. Und das wird nur gelingen können, wenn wir diese Einseitigkeiten des Beherrschenwollens und des Machenkönns durch Pflege anderer Kräfte, zum Beispiel des Leidens und des Mitleidens, oder, um mit einem Dichter zu sprechen, wenn wir die Traumfähigkeit der menschlichen Seele wieder ehren werden. Ich glaube, es wird immer von dem Grad der Not abhängen, in der wir in der Philosophie, also in unserem freien Fragen und Einsehen unserer Grenzen, unseren Weg durchs Leben finden. Wir werden auch alle Enttäuschungen hinnehmen müssen, die wir mit uns selber haben. Den Tod annehmen lernen, das hat uns die Natur gewaltig verboten. Und trotzdem werden wir mit dem Bewusstsein unserer Endlichkeit leben und, wie ich hoffe, zusammenleben lernen, ohne uns gegenseitig zu vertilgen. Ob das die Menschheit fertig bringen kann, ob es da eine göttliche Hilfe gibt, das wage ich alles nicht zu beantworten. Bei Montaigne kann man lesen, philosophieren heißt sterben lernen. Was halten Sie von diesem Satz von Montaigne? Ich habe es auch von Sokrates gelernt. Er hat es nochmal von Sokrates gelernt, ja. Und ich bin ja in der Beziehung schon auch der Meinung, dass die Wendung ist natürlich ungemein provokatorisch, aber die Tatsache ist wohl gegeben, dass das menschliche Denken eine solche Auszeichnung innerhalb der Natur ist, dass es zugleich mit der Unheimlichkeit verbunden ist, sich nicht denken zu können, dass dieses Denken können je aufhört. Das ist das große Thema von Prometheus, der sich dessen rühmt, dass er den Menschen das Wissen um die Stunde ihres Todes genommen hat und dadurch zum Schöpfer der gesamten Arbeitsfreudigkeit und Erfindungsgabe und Energieleistung der menschlichen Kultur geworden ist. In diesem Sinne würde ich sagen, sterben lernen heißt zugleich annehmen lernen, das, was das Leben lebenswert macht. Und auch die lebenswerten Seiten besonders zu entdecken im Leben. Ja. Philosophie heißt ja Liebe zur Weisheit. Nicht Weisheit, sondern Liebe eben dazu. Ja. Finden Sie das, den Ausdruck glücklich für das, was das Geschäft des Philosophen ist? In gewissem Sinne sehe, vor allen Dingen, wenn ich statt Liebe sage, in diesem ganz weiten Sinne des griechischen Wortes, das Streben danach, das Suchen davon, das unersättliche Weiterfragen, Wissen
um die Grenzen möglicher Erkenntnis und doch immer wieder diese Fragen stellen, auf die die Religionen Antworten geben, auf der Basis von Offenbarung, die ausdrücklich jenseits der menschlichen Verständnismöglichkeiten steht. Das gehört sozusagen zur Religion. Überall, selbst außerhalb des Christentums. Aber das gerade heißt auch in unserer Weltstunde etwas Neues. Denn die christliche Kultur ist nicht einfach die Weltkultur. Wir sehen das heute mit schmerzlichen Gefühlen an dem Thema der Menschenrechte. Ich glaube, wo wir etwa in einem so hochzivilisierten Land wie China einfach kein Verständnis dafür finden, dass man uns reinreden will in die Achtung der Menschenrechte. Dort ist offenbar ein so starkes Kollektivbewusstsein noch am Leben, dass man das Opfern selbst von Zehntausend jungen Menschen im Interesse der Verteidigung ihrer Lebensordnungen verteidigt. Sie sprachen von den Weltreligionen und vom Christentum. Sie als Philosoph, sind Sie noch ein gläubiger Mensch? Sagen wir lieber so eine, ich erinnere mich immer dessen, was ich in meiner Erziehung im Kirchenbesuch immer gelernt hatte. Der Pastor in Breslau, in dem ich konfirmiert wurde, begann jede Predigt mit dem Wort: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Wort aus dem Markus-Evangelium. Damit antworte ich Ihnen auch. Ist denn Philosophieren im Weisheitssinne ein Fortsetzen des Glaubens mit anderen Mitteln? Nein, des Zweifelns mit anderen Mitteln. Ihr großer Lehrer, Heidegger, hat ja mal gesagt, er hat sein ganzes Leben lang nur eine Frage gestellt, die Frage nach dem Sein. Man hat ja doch den Eindruck, dass es bei dieser Frage auch um die Frage nach Gott geht. Gilt das auch für Sie? In gewissem Sinne gibt es wohl keinen Menschen, der diese Fragen nicht fragt, die mit unserer Endlichkeit aufs Innigste verbunden sind. Gott ist dann irgendein Name für diese Begrenztheit, in der wir unseren eigenen Verstand erkennen müssen und akzeptieren müssen. Und dass uns aber keine Verstandesmöglichkeit gegeben ist, als das anzunehmen, was uns die Natur zu tun nötigt. Wenn man das im Sinne einer christlichen Botschaft versteht, dann versteht man da alles. Wenn es eine göttliche Schöpfung dahinter ist und eine Erlösungstat, die genau dieses Problem beantwortet, über das wir mit unserem Verstand nie hinwegkommen. Warum sterben? Und wenn eine Botschaft, wie die christliche, sagt: Ich will sterben für die ganze Menschheit. Dann ist das eben doch wohl der für meine Vernunft höchste Ausdruck einer
Antwort. Die Religion auf das Menschheitsrätsel unserer Endlichkeit. Darf ich Sie fragen, wie Ihr persönliches Verhältnis zum Tod und zum Sterben müssen ist? Sie sind sehr, sehr alt. Tja, wie es wohl in diesen Worten doch indirekt liegt. Man weiß, wie sich das nähert. Man hofft, noch bei Verstande sterben zu dürfen. Sind Sie dankbar für Ihr langes Leben? Ja, das bin ich. Und wenn Sie jetzt in diesem Patriarchenalter sind und zurückblicken, Sie sagten einmal, im Alter hat man die Fernsicht, kann das Wesentliche von dem Unwesentlichen unterscheiden. Welchen Gewinn hat das Alter für Sie? Eben den dieser Fernsicht und dazu, deswegen würde ich sagen, vielleicht auch den anderen besser verstehen zu können. Man ist nicht mehr sozusagen von der eigenen Lebensenergie getrieben, sondern kann leichter andere gelten lassen. Braucht man ein ganzes Leben lang, um jemanden zu verstehen? Ja. Braucht man. Und auch dann hat man noch nicht das Ende erreicht. Erkennen müssen und akzeptieren müssen. Und dass uns aber keine Verstandesmöglichkeit gegeben ist, als das anzunehmen, was uns die Natur zu tun nötigt. Wenn man das im Sinne einer christlichen Botschaft versteht, dann versteht man da alles. Wenn es eine göttliche Schöpfung dahinter ist und eine Erlösungstat, die genau dieses Problem beantwortet, über das wir mit unserem Verstand nie hinwegkommen. Warum sterben? Und wenn eine Botschaft wie die christliche sagt, ich will sterben für die ganze Menschheit, dann ist das eben doch wohl der für meine Vernunft höchste Ausdruck einer Antwort. Die Religion auf das Menschheitsrätsel unserer Endlichkeit. Darf ich Sie fragen, wie Ihr persönliches Verhältnis zum Tod und zum Sterben müssen ist? Sie sind sehr, sehr alt. Tja, wie es wohl in diesen Worten doch indirekt liegt. Man weiß, wie sich das nähert, man hofft, noch bei Verstande sterben zu dürfen. Sind Sie dankbar für Ihr langes Leben? Ja, das bin ich. Und wenn Sie jetzt in diesem Patriarchenalter sind und zurückblicken, Sie sagten einmal, im Alter hat man die Fernsicht, kann das Wesentliche von dem Unwesentlichen unterscheiden. Welchen Gewinn hat das Alter für Sie? Eben den dieser Fernsicht und dazu, deswegen würde ich sagen, vielleicht auch den anderen besser verstehen zu können. Man ist nicht mehr sozusagen von der eigenen Lebensenergie getrieben, sondern kann leichter andere gelten lassen. Braucht man ein ganzes Leben lang philosophieren im Weisheitssinne, ein Fortsetzen des Glaubens mit anderen Mitteln?
eines Zweifelns mit aller Mitteln. Ihr großer Lehrer, Heidegger, hat ja mal gesagt, er hat sein ganzes Leben lang nur eine Frage gestellt, die Frage nach dem Sein. Man hat ja doch den Eindruck, dass es bei dieser Frage auch um die Frage nach Gott geht. Gilt das auch für Sie? In gewissem Sinne gibt es wohl keinen Menschen, der diese Fragen nicht fragt, die mit unserer Endlichkeit aufs Innigste verbunden sind. Gott ist dann irgendein Name für diese Begrenztheit, in der wir unseren eigenen Verstand erkennen müssen und akzeptieren müssen. Und dass uns aber keine Verstandesmöglichkeit gegeben ist, als das anzunehmen, was uns die Natur zu tun nötigt. Wenn man das im Sinne einer christlichen Botschaft versteht, dann versteht man da alles. Wenn es eine göttliche Schöpfung dahinter ist und eine Erlösungstat, die genau dieses Problem beantwortet, über das wir mit unserem Verstand nie hinwegkommen. Warum sterben? Und wenn eine Botschaft wie die christliche sagt, ich will sterben für die ganze Menschheit, dann ist das eben doch wohl der für meine Vernunft höchste Ausdruck einer Antwort der Religion auf das Menschheitsrätsel unserer Endlichkeit. Darf ich Sie fragen, wie Ihr persönliches Verhältnis zum Tod und zum Sterben müssen ist? Sie sind sehr, sehr alt. Tja, wie es wohl in diesen Worten doch indirekt liegt. Man weiß, aber das gerade heißt auch in unserer Weltstunde etwas Neues. Denn die christliche Kultur ist nicht einfach die Weltkultur. Wir sehen das heute mit schmerzlichen Gefühlen an dem Thema der Menschenrechte. Wo wir etwa in einem so hochzivilisierten Land wie China einfach kein Verständnis dafür finden, dass man uns reinreden will in die Achtung der Menschenrechte. Dort ist offenbar ein so starkes Kollektivbewusstsein noch am Leben, dass man das Opfern selbst von Zehntausend jungen Menschen im Interesse der Verteidigung ihrer Lebensordnungen verteidigt. Sie sprachen von den Weltreligionen und vom Christentum. Sie als Philosoph, sind Sie noch ein gläubiger Mensch? Sagen wir lieber so eine, ich erinnere mich immer dessen, was ich in meiner Erziehung, im Kirchenbesuch immer gelernt hatte. Der Pastor in Breslau, in dem ich konfirmiert wurde, begann jede Predigt mit dem Wort: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Wort aus dem Markus-Evangelium. Damit antworte ich Ihnen auch. Ist denn Philosophieren im Weisheitssinne ein Fortsetzen des Glaubens mit anderen Mitteln? Nein, des Zweifelns mit anderen Mitteln. Ihr großer Lehrer,
Heidegger hat ja mal gesagt, er hat sein ganzes Leben lang nur eine Frage gestellt, die Frage nach dem Sein. Man hat ja doch den Eindruck, dass es bei dieser Frage auch um die Frage nach Gott geht. Gilt das auch für Sie? Im gewissen Sinne gibt es wohl keinen Menschen, der diese Fragen nicht fragt. Die mit unserer Endlichkeit aufs Innigste verbunden sind. Gott ist dann irgendein Name für diese Begrenztheit, in der wir unseren eigenen Verstand ausdrücklich jenseits der menschlichen Verständnismöglichkeiten steht. Das gehört sozusagen zur Religion, überall, selbst außerhalb des Christentums. Aber das gerade heißt auch in unserer Weltstunde etwas Neues. Denn die christliche Kultur ist nicht einfach die Weltkultur. Wir sehen das heute mit schmerzlichen Gefühlen an dem Thema der Menschenrechte. Wo wir etwa in einem so hochzivilisierten Land wie China einfach kein Verständnis dafür finden, dass man uns reinreden will in die Achtung der Menschenrechte. Dort ist offenbar ein so starkes Kollektivbewusstsein noch am Leben, dass man das Opfern selbst von Zehntausenden 10.000 jungen Menschen im Interesse der Verteidigung ihrer Lebensordnungen verteidigt. Sie sprachen von den Weltreligionen und vom Christentum. Sie als Philosoph, sind Sie noch ein gläubiger Mensch? Sagen wir lieber so eine, ich erinnere mich immer dessen, was ich in meiner Erziehung, im Kirchenbesuch immer gelernt hatte. Der Pastor in Breslau, in dem ich konfirmiert wurde, begann jede Predigt mit dem Wort: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Wort aus dem Markus-Evangelium. Damit antworte ich ihm auch. Ist denn Philosophieren im Weisheitssinne ein Fortsetzen des Glaubens mit anderen Mitteln? Nein, des Zweifelns mit anderen Mitteln. Ihr großer Lehrer Heidegger hat ja mal gesagt, er hat sein ganzes Leben lang nur eine Frage gestellt, die Frage nach dem Sein. Man hat ja doch den Eindruck, dass es bei dieser Frage auch um die Frage nach Gott geht. Gilt das auch für Sie? Im gewissen Sinne gibt es wohl keinen Menschen, der diese Fragen